Service Malon. Bleibt beim 4:2. Aber nach wie vor teuer. Verzeihung Nummer 6. Das war im März von Jänner 2010 bis Dezember, also wieder an die Spitze zurückzukehren. Schöner Block von Schubschi. Ah. Parallel die Vorhand von Jujin und parallel auch der Gegentopspin von Malon. Revidiert die Nummer 2 der Welt. Ah. Er ist derjenige, der weniger zu verlieren hat in dieser Malon. Aber fünf. Angriff pur bei Jujin. Für die Nummer 9 der Welt. Beim Linkshänder hier sieht man es schön beim Service. Dynamischen Fluss von Jujin da etwas zu stören. Aber wenn sie. Man. Ja, zweimal, ja, dafür aber spannender. Kommen im dritten Satz. Ja, der kommt doch. Schwarz, der so stark hier begonnen hat in diesem Spiel. Aber jetzt. Oh, toller Block von Jujin. 2:4. Mit dem Aufwurf gibt es keine Diskussion über die 16 cm. Wesentlich mehr Fehler. Satzbälle. Boah. Haben Sie jetzt zunächst noch der Block mit der Rückhand und da. Herrlich.
Vorhandseite von Jujin völlig frei. Das heißt, treibt er ihn hinaus auf die Rückhand. Nichts. Ah, gut. Ja, da hätte 9. Jetzt muss zeitig hinbleiben, aber jetzt noch bei der Entscheidung dieses Semifinalspiels auf Sendung. Und im Anschluss daran, an dieses Semifinale, geht es dann nach Arzenburg. Aber schauen Sie sich diesen Ball an. Das ist was für Tischtennis-Gourmets. Das sieht man auch nicht. Und auch dieses Risiko, das beide jetzt nehmen bei jedem Schlag. Wie er den noch hervorgezaubert hat, geht genau in die Tischkante. Dann liegt er schon am Boden, Ball geht an die Netzkante. Noch einmal an die Netzkante und trotzdem bringt den Malong in einem unglaublichen Winkel wieder auf den Tisch zurück. Und das war ein toller. Kann er Malong seinen Plan durchkreuzen, dieser Partie zu sein. Sechster Satz. Bringt ihn zuerst hin. Schaut nicht schlecht aus der Sicht der Nummer 2. Der ist noch da. Ja. Wieder auf den Körper geht. Das Augenmaß bewundernswert. Die Nummer 2. Naja. Ah, der war zu kurz. Jetzt die Ballonverteidigung. Da kann Malong da mit seiner ganzen Wucht drüber gehen. Jetzt. Und dann hat er keine Chance mehr. Noch zu lang. Zurückgeht und auch die aktive Ballonverteidigung spielt, da gibt es nur vollen Gegenangriff, volles Risiko. Und das verrückt hat, wird aber immer noch 3 zu 2. Der war zu lang. Ärgert sich, die Chance war da, gute Möglichkeit. Geht er schon zurück? Da ist dann einen Topspin und dann will er den Ball gerade übers Netz. 4 zu 7. Was?
direkter Punkt mit dem Rückschlag, dem eigenen Service. Ah, was der... Ganz klar den Ton angibt. Da gibt es noch ein bisschen chinesische Tischtennis-Show zum Abschluss. Danke an die beiden, aber das war's. 11:4. Was für ein Semifinale. Und Malong ist die neue Nummer 1 der Welt. Im Moment zumindest.